Dafür sorgen auch die Norweger selbst. Absichtlich treiben sie die Stollen in die falsche Richtung, sodass die Ausbeute gering bleibt. Die Haltung vieler Norweger ist geprägt von Ablehnung gegenüber den Besatzern. Es waren die Deutschen, die die Wirtschaft antrieben. Sowohl die Forstwirtschaft als auch den Straßen-, Baracken- und Bunkerbau. Und so erinnere ich mich, dass diejenigen, die für die Deutschen arbeiteten, es Sabotage nannten, wenn sie schlechte Arbeit machten, langsam arbeiteten oder faul waren. Es war also eine Art Sport, sich so zu verhalten. Doch auch in Norwegen arbeitet die Gestapo mit deutscher Präzision. Finden sich Spitzel, Mitläufer, Karrieristen und Überzeugte der Nationalsammling-Bewegung. Einmal ging ich am Morgen zur Schule und wusste, dass da in der Nacht einer erschossen worden war. Und dann traf ich den Sohn desjenigen, der erschossen worden war. Der wusste es noch nicht. Wir gingen zu ihm und drückten unser Beileid aus. Er war schockiert und wurde ohnmächtig. Widerstand gegen die Deutschen gibt es nur im Verborgenen, in kleinen Gruppen. Zu mächtig ist der Sicherheitsapparat, zu allgegenwärtig die Macht der Besatzer. Gabriel Bruwalds Vater macht Geschäfte mit den Deutschen. Gut laufende Geschäfte für beide Seiten. Trotzdem bekommt er eines Tages einen Tipp, dass er und seine Familie in großer Gefahr sind. Jedenfalls erzählte mein Vater an dem Tag zu Hause, dass sein Freund Quelmo ihn gewarnt habe, dass er auf der Liste steht und der Nächste ist, der erschossen werden soll, wenn Geiseln genommen werden. Da war Vater ganz fertig. Dann entschloss er sich zu fliehen und deshalb flohen wir. Im Februar oder März 43. Durch die Flucht nach Schweden bleibt Familie Bruwald das Schicksal anderer Norweger erspart, die von der SS erschossen werden, wie hier in Trondheim. Menschen, die scheinbar wahllos als Geiseln genommen und bestraft werden für unaufgeklärte Sabotageakte. Es dauert Monate, bis die Deutschen ganz Norwegen besetzt haben. Der Polarkreis, ein Ort für Fotos, die später stolz in der Heimat gezeigt und bestaunt werden. Hier bin ich gewesen, hier, wo die Arktis beginnt. Zu Fuß oder mit dem Schiff erreichen die Deutschen bis zum Herbst schließlich auch den äußersten Norden, die Provinz Finnmark. Bis zum Frühjahr 1941 werden auch hier in der arktischen Abgeschiedenheit immer mehr Truppen konzentriert. In Kirkenes, in Svanvik und Neiden. Die erste deutsche Truppe kam nicht hier zu Kirkenes am 4. Juli 1940.
Die ersten deutschen Truppen, die kamen nicht vor dem 4. Juli 1940 hierher. Nachdem sie gekommen waren, requirierten sie Schulgebäude und benutzten sie als Garnisonen und quartierten sich in Versammlungsräumen und anderen Orten ein. Die Deutschen beschlagnahmten auch private Häuser und drängten sich hinein in das Leben der Zivilbevölkerung. Da wohnten vielleicht Kinder, Mutter, Vater, also 5, 6, 7 Personen. Und dann bekam der Offizier die Wohnstube. Wir merkten schnell, dass die Deutschen viele Süßigkeiten, viel gute Schokolade, viele gute Drops hatten. Und insbesondere die Drops, die hatten einen einmaligen Geruch. Jeden Tag, wenn die Deutschen draußen waren, fragten die Kinder: Hast du Bonbon? Und das hatten wir nie zuvor geschmeckt. Aber es war sehr verlockend. Und noch heute suchen die Leute am Kiosk genau den Geschmack. Diesen Geruch. Doch mit den SS-Truppen verbinden sich andere Kindheitserinnerungen. Das Schlimmste war, als die zu Mina Lünd kamen und Bescheid gaben, dass Ott Lünd erschossen worden war. Er wurde zwischen Björnewatten und Hasseck erschossen, denn es gab eine Ausgangssperre und er war draußen unterwegs und überprüfte einige Ferkel, die er kaufen wollte. Ihm wurde befohlen, stehen zu bleiben, aber er blieb nicht stehen. Da wurde er erschossen. Und als die Deutschen diese Nachricht brachten, da weinten alle Erwachsenen. Die deutschen Soldaten leben ihren Alltag in einem trügerischen Frieden. Die Besatzung wird zur Normalität. Während anderswo in Europa tausende Menschen sterben, verbringen die Soldaten in Norwegen ein besinnliches Weihnachtsfest. Doch das Jahr 1941 setzt dem friedlichen Schein ein Ende. Immer mehr Truppen werden in den äußersten Norden verlegt. Die Tage der Soldaten sind ausgefüllt mit sehr speziellen Übungen. Moore überqueren, Flüsse durchwaten, Angriffe in kahlem, ungeschütztem Gelände. Ein neues Kapitel des arktischen Krieges kündigt sich an. Ja, in Neiden sind also dann die Befehle zum Angriff gegen Russland gekommen, nicht? Die musste ich schreiben. Ein Fingersystem selber abziehen. Wir sind dann an den Tag, an dem der Russlandkrieg begonnen hat, haben wir die norwegisch-finnische Grenze überschritten. Obwohl die deutsche Armee in Mitteleuropa bereits auf sowjetischem Gebiet steht, herrscht in der arktischen Tundra noch Waffenruhe. Bis zum 29. Juni 1941. Siitä oli juttua heti kohtaan siinä vaiheessa, kun saksalaisia tuli. Es gab sofort Gerüchte, als die Deutschen nach Petsamo kamen. Da hat man den Verdacht gehabt, dass es bald wieder krachen wird. Als wir einberufen wurden, war es schon ganz klar, dass es zu Kämpfen kommen wird. Marschall Carl Gustav Mannerheim, Oberbefehlshaber der finnischen Armee, lässt sich auf eine Allianz mit Hitler-Deutschland ein.
Er will Gebiete zurückgewinnen, die Finnland im Winterkrieg 1939-40 an die Sowjetunion verloren hat.